Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Terraria. Wieso ich so glücklich bin? Ich habe nämlich die ganze Zeit nach jemandem gesucht. Also sozusagen da. Ihr seht's, dieses UFO da. Was ruft es natürlich auf? Die Alien-Invasion. Und die möchte ich kämpfen. Und... So, fahr. So, kommt. Wieso ich sie töten will? Es gibt ein UFO, das droppt richtig geile Sachen. Und ich will's. Ich brauche die für Okram. Also sie braucht man nicht wirklich. Da ist es! Da ist es. Wow. Hier muss man, vor dem Strahl muss man sich in Acht nehmen. Boah, das macht, obwohl ich hier drin bin, noch Schaden. Vor dem soll man sich in Acht nehmen. Ist wirklich stark. Jo, mein Freund sagt, es ist nicht sehr stark. Ich merk's. Ich lasse sie meine Mitgefährten lassen. Mal her. Oh, das war gut. Das habe ich gut Schaden gemacht. Jo. Was haben wir jetzt? Komm schon. Ja, bringt dir was. Wow. So, erste Kanone Schrott. Body. Natürlich muss man auf dem aufpassen. Es ist wirklich stark, dieses UFO. Ich sag dazu nur, ich empfehle euch, passt auf. Dieser Strahl, den er gerade macht, ich weiche ihn gezielt aus. Es hat einen Grund, wieso ich ihn ausweiche. Ich lasse auch lieber meine Gefährten kämpfen, um ehrlich zu sein. So, einmal mit der Axt getroffen. Dieser Strahl macht einfach 200 Schaden. Ich lüge nicht. Es macht einfach 200 Schaden. Ich weiß halt nicht, wie ich es töten soll. Dieses... Das habe ich wohl schlecht bedacht. Diese Pflanze da ist im Weg. Oh, das war ziemlich knapp. Aber das bedeutet, hier kann ich mich gut verstecken. Oh, das ist perfekt, diese Stelle. Diese Stelle ist richtig mies, aber perfekt. Nur die eine Seite geht. Das heißt, er kann sich vergessen. Mit den Raketen trifft er mich nicht mehr. Tja. Boah. Es dauert noch lange, bis diese Invasion vorbei ist. Ich habe bisher nur ein UFO zerstört. Das ist jetzt nicht wirklich sehr schwer. Ah! Knapp! Ah, die Knarre ist gleich weg. Die Raketen sind aber dann noch da. Leider. Was? Okay, das reicht nicht. Okay, gleich dürfte sie erledigt sein. Ja, jetzt ist sie erledigt. Tja, diese ist weg. Und gleich ist die auch weg. Dieses UFO habe ich gut. Ich habe eine richtig gute Stelle gefunden. Halt, dafür muss ich die eine Seite zerstört haben. Jo, bringt nichts. Jo, die Stelle ist richtig mies. Er trifft mich gar nicht.
Selbst wenn er wütend ist, er trifft mich nicht. Ich lasse den Baum doch dort. Ich lasse den Baum auf jeden Fall dort. Das einzige Problem sind die einen Kanonen. Ich muss die rechten Kanonen zerstören, dann kann ich ihn. Kann ich ihn ganz leicht besiegen. Ihr seht es ja hier. Einfach werfen. Irgendwann ist er schon tot. Okay, welche Waffe bekomme ich? Bekomme ich das UFO? Bekomme ich das Schwert? Oder bekomme ich diese Kanone? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Dürfte nicht mehr viel HP haben. Komm schon, stirb! Ist das Fernkampf? Oh, ich habe keine Munition für die. Fuck. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier funktioniert. Uff. Ich stand nicht auf der richtigen Stelle. Ja, die treffen mich. Die gehen einfach durch die Wand. Die eine Seite muss ich zerstören, dann habe ich's. Boah. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Mit besten Willen nicht. Fuck. Wie heißt es nochmal? B. Okay, warte. Ich glaube, ich brauche mal einen Trank hier. Das trifft nicht. Perfekt. Aha. Aha. Habe ich da eine Schwachstelle gefunden? Habe ich da eine Schwachstelle gefunden? Habe ich da eine kleine Schwachstelle gefunden? Hier ist noch zu stehen, ist ja noch viel besser. Warte kurz. So. Damit ich diese Stelle nicht bloß nicht vergesse, stelle ich genau dort den Amboss auf. Ich habe jetzt keine anderen, leider keine anderen Blöcke. Jo. Oh. Aber die Inversion ist ja auch tagsüber, das heißt, es ist mir egal, wenn die Nacht vorbei ist. Komm schon. Ah. Ich will dieses Schwert. Oder das UFO. Ist auch richtig gut. Ja, ein Teil ist schon mal zerstört. Er kann aber noch mit beiden Kanonen angreifen. Ja, aber gleich ist die eine kaputt. Da kann ich mich wieder dorthin stellen. Yo, wie wenig HP hat das nur noch? So, damit habe ich richtig gut Schaden gemacht. Und diese eine Kanone zerstört. Wo steht der denn? Ja, wow. Dieses UFO ist doch leichter zu töten, als ich gedacht habe. Ah, schade. Die hätte ich gedacht, die gehe ich noch kaputt. Leider nicht. Aber egal. Gleich ist die Schrott. Wow. Jo, ist der jetzt noch höher? Ah, ist diese... Die ist schon kaputt. Oh Gott, tut mir leid, ich konzentriere mich gerade bei diesem UFO. Oh fuck. Ich
muss die Stelle abwarten, wo er versucht zu schießen, aber er keine... seine Kanone Schrott ist. So, jetzt verkrieche ich mich wieder hier runter. Schlimm wird's im Hard Mode. Ich muss doch die ganze Zeit hier schießen. So. Jetzt muss ich hier wieder schießen. Jetzt ist es genau wie vorher. Jetzt warte ich nur noch, bis es tot ist. Also die Alien-Version ist richtig gut. Ja. Kann mich hier nicht treffen. Egal wie es versucht. Boah, und ich mag diesen Hintergrund. Ist voll cool, finde ich. Ja, ich glaube, das denkt sich dieses UFO auch. Komm schon, komm schon, komm schon. Gleich ist das. Bitte das UFO droppen oder dieses Schwert. Eins von beiden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Die droppen, glaube ich, aus den Eidechse, aber die will ich gar nicht eigentlich. Die ist schon gut, aber... was hat sie gedroppt? Habt ihr es gesehen? Oh, ist die cool. Oh, ist die cool. Oh, Mann. Mann, ich will dich damit treffen. Oh, ich kann auch schießen. Die ist cool. Die Waffe ist wirklich cool. Ich wusste gar nicht, dass die gibt's. Yo! So, die hätte ich. Ich picke diese eine. Warte, ich muss mich doch nur hier hinstellen. Was habe ich denn da? Ja. 55%. Ich habe noch genug Zeit, um ihn noch einmal zu töten. Aber diese Waffe, die ist ja cool. Die benutze ich. Die ist richtig geil. Ich wusste gar nicht, dass die da droppt. Mein Freund hat mir nichts von der erzählt. Na gut, er kann sich auch kaum noch an Terraria erinnern. Er hat das ungefähr vor ein paar Jahren gespielt. Das ist verständlich, dass er sich nicht an alle Waffen wieder erinnert. Aber die ist ja richtig heftig. Also sozusagen hat er mir sein Laser gedroppt. Nicht geil. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden das macht. Ja, wow. Diese Effektivität. Aber ich weiß, wann ich es benutze, in diesem Hard Mode. Da kann ich sie bestimmt gut verwenden, wenn er die ganze Zeit hier so rumkreist und mich versucht zu treffen. Und es nicht tut und nichts kann. Okay, hier muss ich jetzt erstmal ein bisschen verweilen, bis dieser... ja, komm schon! Dauert noch eine Weile. Es ist zwar langweilig jetzt, auch ein bisschen low, aber wie soll ich sonst besiegen? Ich kann nicht, ich muss unter Dach sein. Hat mir auch mein Freund gesagt, wenn du da kein Dach über deinen Kopf hast, hast du verloren gegen das UFO. Du musst, außer du hast natürlich das Last Prisoner Ding. In Last Prison ist das so schnell tot. Aber ich rede jetzt von so. Wieso willst du es anders besiegen? Ohne Okrim. Okrim. Moonlord-Waffen. Ich habe die ganze Zeit Okrim im Kopf, weil ich früher der letzte Boss, den ich immer bekämpft habe, war Okrim. Und nicht Moonlord. Ich habe ihn bisher... ich weiß halbwegs, wie er aussieht, aber... ich habe noch nie gegen ihn gekämpft. Ich werde mir auch kein Video angucken. Ja, so bekämpft man ihn am besten. Ich werde so kämpfen, wie es mein Freund mir gesagt hat. Komm schon, schieß! Oh, 150.
So, warte. Wenn er hier anfängt. Oh, ja. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Oh, das kostet aber richtig viel Mana. Nein! Zu spät. Aber das ist eine richtig coole Waffe. Kostet zwar ziemlich viel Mana. Ba-ba-ba! Ich muss halt immer warten hier. Wenn er gerade schießt. So. Wie fühlt sich an, deinen eigenen Strahl zu spüren? Oh Gott, mir geht langsam das Mana aus. Drei, zwei. Hä, wie fühlt sich an? Hä, fühlt sich scheiße an. Ich habe mich einmal von deinem Strahl treffen lassen aus Dummheit, aber... Ja, fühlt sich doch nicht so gut an. Wie sagt man, spürt deine eigene Medizin. Bam. Easy. So besiege ich's. Das ist richtig geil, diese Waffe. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen früher angefangen. Ach nö, geht eigentlich. Musste zwar mehr Mana bezahlen, aber... Tja, dagegen kann man nichts machen. Aber die Waffe ist wirklich cool. So eine Waffe fand ich echt gut, dass ich die gedroppt habe. Oh, Traumschuss, genau getroffen. Ich glaube, jetzt benutze ich nur noch das Beil, weil jetzt bin ich mir nicht so sicher, wann ich treffen kann. Erst wenn es wieder ausrastet. Ja, perfekt. Boah. Nee, nee, das bringt nichts. Gegen Hardmode bringt es nicht, dafür bewegt sie sich zu viel. Da macht meine Axt viel mehr Schaden. Aber bei so einem Gegner, der richtig ruhig stehen bleibt, ist das hier richtig heftig. Ähnlich wie das Last Prison. Nur das Last Prison ist viel stärker. Ich habe gesagt ähnlich. Nicht wie das Last Prison. Ähnlich. Boah, ich habe noch genug Zeit. Vielleicht kommt sogar nochmal das UFO. Dürfte eigentlich nochmal. Sogar vielleicht sogar noch zweimal. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich hoffe, ich kriege aber das UFO gedroppt, dass ich so lange fliegen kann, wie ich will. Weil das wäre praktisch. Komm schon. Ist es nicht mehr viel? Xenostab. Beschwörung. Jo. Fuck. Warte, habe ich dich dafür eine Stelle? Ja, ja. Yo, er trifft mich einfach, obwohl. Yo. Diese Logik. Yo, ja. Ja, kleines UFO. Greif es an. Greif es an. Ah, er hat mich nicht getroffen, das ist perfekt. Oh, das ist hier schon mal ein bisschen schwerer, sage ich dazu nur. Ah, ich treffe sogar. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich mache aber gut Schaden. Mit diesem Beil. Wie hoch einfach dieses Beil einfach fliegt, denkt sich, I don't give a fuck. Obwohl diese Range, wie man bedenkt, diese Range, wie ich es werfe und wie weit es einfach fliegt. Zack. Oh, das eine Teil lebt sogar noch. Aber dieses kleine UFO ist geil. Da habe ich ein neues Begleiter. Begleiter, sage ich dazu jetzt mal. Zweite Waffe kaputt. Bro, meine Axt kommt nicht so weit. Schade.
So, ich muss ein bisschen höher gehen. Das reicht nicht. Ich muss aber vorsichtig sein. Fuck, jetzt trifft's mich. Ist ja einfach, was ich jetzt mache. Während es nichts machen kann. Das erste ist kaputt. Aber genau das, was ich nicht kaputt haben will. Oh. 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 Boah, mit dieses UFO ist richtig geil. Das kleine UFO ist richtig geil. Es teleportiert sich einfach über ihn und macht richtig viel Schaden gefühlt. Macht das 100 Schaden, dieses UFO? Ja, dann ist es richtig OP. Ne, es macht nur 33. Dass meine Axt, die so viel Schaden macht. Nächstes UFO ist kaputt. Oh. Wow. Spiel deine eigene Medizin. Was ist denn das hier? Was braucht das? Munition. Aber bisher bin ich richtig überzeugt von dem da. Komm schon, geh kaputt. Fuck. Ich weiß es, ich krieg dafür Schaden, aber ich hab's kaputt bekommen. Was? Ich hab nicht auf meine Lebensanzeige geachtet. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Mann. Schade, aber es dürfte noch mal kommen, ja. Belastend ist, ich hatte nur so weit schon. Oh, diese Raketen, die gehen mir richtig auf den Nerv. Ja, wow. Oh, warte mal kurz. Ich habe hier immer noch mein UFO. Es trifft mich trotzdem. Was brauche ich? Pixar. Pixar. Ich weiß, ich habe jetzt dafür Schaden eingebüßt. Aber... Nein! Oh. Ich gehe einfach hier ein bisschen weg. Ja, viel besser. Okay, musste ein bisschen die Plattform zurechtrücken. Ich hatte halt bisher noch nicht die Invasion. Ey, komm, lass diese Tränke nehmen. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Buff. Warte, habe ich keine... Stimmt, ich habe keine... Oh, fuck. Ich muss mir... Ich hoffe, ich erinnere mich daran, dass ich nach der Aufnahme noch ein paar Tränke machen muss. Weil ihr wisst nicht, wie lange ich nach diesem UFO gesucht habe. Ich will eigentlich diese eine Waffe. Ich will dieses Schwert. Gib mir dieses Schwert. Gib mir dieses Schwert. Bitte, 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 gib mir dieses Schwert. Ich will dieses Schwert. Ist das zu viel verlangt? Oh. Das hat viel Schaden gemacht. Die Stelle ist aber auch richtig gut jetzt. Gefühlt wird es immer schlauer, dieses Schwert. So, das kriegst du. Ja, es funktioniert.
einwandfrei. Was ist mit meinem UFO? Das macht nicht. Hier, friss. Wow. Macht aber dafür richtig viel Schaden. Richtig schnell Schaden. Ich habe keinen Bock, in die Falle reinzugehen. Oh, nicht nochmal diese Waffe. Ich glaube, das ist so ein Raketenwerfer. Ja. Ja, jetzt habe ich sie wieder. Aber dieses UFO kommt nicht. Aber hier, bei dem da. Und bei dem, ja, es funktioniert noch. Easy win. Ich glaube, noch einmal kann ich sie besiegen. Das UFO bleibt aber jetzt, dieses kleine UFO bleibt jetzt bei mir, weil es hat schon oft genug den anderen angegriffen. Deswegen habe ich 4% bekommen. Eigentlich will ich sie ja besiegen, aber ich will dieses UFO besiegen. Die ersten habe ich schon mal zerstört. Das hier habe ich auch zerstört. So, der zweite ist dran. Nicht mehr lang und dieses UFO ist wieder Hard Mode. Die Stelle ist gut. Die Stelle ist wirklich gut. Zack, 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 zack. Die Stelle ist kaputt. Ja, kaputt. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Easy. Oh, 18 Schaden, das muss ich jetzt verkraften. So viel Schaden. Damit komme ich bestimmt nie klar. Komm schon, gib mir dieses Schwert. Und wenn, ich habe jetzt genug Sachen bekommen von dem Invasion. Ich hätte noch gerne das UFO oder das Schwert. Komm schon, gib's mir, gib's mir, gib's mir, gib's mir. Ich muss aber gleich auch hier auf den Grund nach. Was habe ich? Ja, kannst gerne da oben bleiben. Noch einmal kann ich sie anscheinend noch besiegen. Noch ein einziges Mal. Wenigstens bleibt jetzt das kleine UFO da. Ganz ehrlich, dich will ich hier haben. Mir ist es egal, ob du extra Schaden machst oder nicht. Wenn du auf ein anderes Mob gehst, dann ist diese Invasion fertig. Das will ich nicht. Ich will dieses Mutterschiff noch einmal zerstören. Ich habe gedacht, das war schon, aber... Mein Freund hat auch gesagt, die anderen Aliens können es auch droppen, aber mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Also wahrscheinlich ist da unten nichts. Ich werde nur trotzdem. Wegen Geld und alles. Aber ich bin zufrieden, muss ich wirklich sagen. Diese Drops waren nicht sehr schlecht. Ich hätte gerne bessere gehabt. Das ist jetzt eine andere Sache, aber... Komm schon, aber gib mir wenigstens am Ende noch das UFO. Damit wäre ich dann wirklich zufrieden. Schade, dass man aber dieses UFO-Teil nicht kontrollieren kann. Den Laser, den ich habe, den kann man nicht kontrollieren. Wenn der einmal ausgefahren ist, dann kannst du ihn nicht mehr kontrollieren. Komm schon, schnell, schnell, schnell. Wenn noch einer von diesen Kleinen kommt, dann... Brr. Ja, wow. Ah, ist die spawnt nicht, danke. Ich kann es noch einmal besiegen. Die Mobs, die dort bleiben. Wusste ich nicht. Sorry, falls es jemand wusste und die ganze Zeit sich gedacht hat. So egal, wenn es aufhört, die UFO kann er noch zerstören. Komm schon. Nicht schon wieder dieses... Heißt es X-Fuber oder was? Was haben die da gedroppt?
aber klar, dass sie nichts getroppt haben. Jealous. Was ist Jealous? Haben die jetzt noch was Cooles gedroppt? Was ist Jealous? Material. Die brauche ich noch, diese Werkbank? Jealous. Unnötig. Aber ich habe eine Alien-Rüstung. Cool. Ach ja, stimmt, nach Hause Partner. Das war jedenfalls cool. Die Invasion war cool. Die Werkbank, perfekt. Mein Freund hat gesagt, die sollte ich mir machen. Ich weiß nicht, was sie bringt, aber ich habe sie jetzt. Bestimmt sieht die auch cool aus. Oh, warte. Nee, das mache ich glaube ich nicht hier. Was auch immer die macht. Die Werkbank sieht jedenfalls cool aus. Jetzt möchte ich erstmal die neuen Waffen testen. Stimmt, stimmt, stimmt. Bitte sag. Munition habe ich auf jeden Fall. Hier, komm. 99 Musketen. Hä? Dieses Elektro-Raketenwerfer-Deck kenne ich. Wow. Cool. Aber was braucht dieser Elektro? Sehr schnell, schwacher Rückstoß. Ich brauche dafür irgendeine Munition. Aber was? Falls mir das jemand sagen kann. Ich weiß nicht, was er als Munition braucht. Okay, dann werde ich es euch in der nächsten Folge zeigen, weil ich werde es jetzt gleich googeln. Keine Sorge, ich finde es heraus, was ich brauche. Highlight ist das Minion-UFO und das hier. Und boom. Highlight. Highlight. Ich liebe dieses Teil. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Geil. Einfach nur geil. Das hier ist okay. Ist wirklich okay. Ist nicht das schlechteste Item, aber auch nicht das Beste. Was ich mal gleich mache, weil die Waffe ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Erstens werde ich eine davon weglegen. Und die Pfeile lege ich hier mal rein. So. Ich habe wieder ein volles Inventar. Natürlich lag kurz ein, aber das dauert ja nicht lange, deswegen. Hier kommt's hin. Eins davon einfach nur. Rüstung. Hier. Hoffentlich jetzt nicht schlimm, dass ich das jetzt nicht rauskarte. Das ist ein Full Set. Was haben wir, was macht? Oder Item. Nichts macht es. Es macht einfach nichts. Warte, kann ich vielleicht Kugeln daraus machen? Nein. Nope. Ich kann keine Kugeln draus machen. Egal. Jedenfalls, was wollte ich nochmal machen? Ich hab's vergessen. Wollte ich mich verabschieden? Oder wollte ich euch noch irgendwas zeigen? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie total Blackout. Das hier ist eine. Ach stimmt, die wisst ihr gar nicht. Ich habe auf Scream so eine Falle erstellt, weil wegen dieser Welle. Aber es hat sich jedenfalls gelohnt. Nur wegen dem hier, also wegen dem und wegen dem hier. Deswegen hat es sich schon nur gelohnt. Ich habe so viele Heilungstränke, aber brauche ich auch. Ich werde herausfinden, was die machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.